Hallo zusammen, im Hintergrund seht ihr's, das ganze Tackle steht schon bereit. Für meinen Kumpel Johannes und mich geht es ins Ausland. Es ist ein neuer Fluss in einem neuen Land für uns. Wir waren selbst da noch nicht. Und wir haben nicht viele Informationen darüber gefunden. Wir wissen, es gibt Waller. Und wir geben unser Bestes, um dort herauszufinden, wie groß die Waller dort sind. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Jetzt heißt es, den ganzen Tackelhaufen in den Bus zu laden und dann kann es losgehen. Nach fast 12 Stunden Autofahrt sind wir jetzt endlich hier angekommen. Wir haben gleich die Boote beladen. Gestern hat es relativ viel geregnet, der Fluss ist am Steigen, also es sind eigentlich richtig gute Bedingungen. Und jetzt geht es auf den Fluss. Wir werden jetzt erstmal Location machen und dann den Uferplatz beziehen. Mittlerweile haben wir den Uferplatz schon bezogen, haben jetzt eigentlich komplett aufgebaut und jetzt haben wir ein paar Stunden Zeit und werden mit einer ganz einfachen Klopfmontage ein bisschen Strecke machen und schauen, ob die Wälze schon aktiv sind. Steigt einer vom Grund? Am Köder. Und noch am Köder. Jetzt dreht er ab. Komm, komm. Ja. Ja. Ah, kein großer. Aber Fisch ist Fisch. Cool. Schöner kleiner Klopfwaller. Cool. Da ist der. Da ist der Kleine. Alle Würmer runtergezupft. Thank you.
4 Sekunden vorher. Heute beißt nichts, habe ich im Gefühl. Mücken überall. Jawohl. Petri. Petri, Dank. Schöner Fisch. Die Rute haben wir jetzt seit kurz vor der Dämmerung nochmal neu gelegt. Anscheinend war die Entscheidung richtig. Ein schöner Wels kam zum Vorschein. Es ist jetzt halt die zweite Nacht heute und ja, viele Aktionen hatten wir schon mal, ist richtig gut und jetzt schauen wir mal, was die nächsten Tage noch so gehen. Wie ihr seht, die Ruten liegen, die dritte Nacht beginnt. In den letzten zwei Tagen konnten wir einige Welse beim Stationär und beim Aktivangeln fangen. Wir haben jetzt dann noch insgesamt 4 Nächte vor uns. Wir werden jede Nacht den Platz wechseln, damit wir einen besseren Überblick über den Fluss bekommen und neue Stellen kennenlernen. Ich hoffe, ich schalte die Kamera heute Nacht ein zu einem Drill und schauen wir mal, ob das klappt. Geil. Ich habe noch nie so eine Wels gesehen. Geil. Wie soll man die Lampe legen? Boah. Das war ich. Willst du die Rute auch haben? Nee. Ich hoffe, dass er jetzt nicht ausschlitzt. Ja. So, Johannes, Petri, hi zu deinen ersten größeren Fisch. Cooler Fisch. Dankeschön, da ist er. Schaut ihn euch an. Mein erster vernünftiger Wels. Gleich besonders das Maul, anders wie jeder andere. Also, ich habe selber noch nicht so einen Wels gefangen mit so einem Maul. Ich weiß nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal Wälze mit solchen Fehlbildungen oder markanten Stellen gefangen habt. Aber auf jeden Fall, der Kerl ist fit. Cooler Fisch aus dem neuen Fluss. Und so kann es weitergehen. Kurz vor der Nacht noch mal schnell klopfen gewesen und hat sich gelohnt. Ein schöner kleiner Waller. Ah, geil. Schaut ihn euch an. Ganz spontan kurz 2 Drifts gemacht.
Die letzte Nacht beginnt an diesem schönen Fluss in Kroatien, der Save. Zusammenfassend war der Trip sehr anstrengend und man musste jeden Wels erarbeiten. Wir sind über das Ergebnis eigentlich komplett zufrieden. Leider kam der große nicht, aber es schwimmen definitiv große Wälze hier in diesem Fluss rum. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielleicht sieht man sich mal am Wasser. Kurze Szene zum Schluss. Einen haben wir noch. Gerade ging die Rute krumm, wenn man es krumm nennen kann. Und das ist jetzt halt der Abschluss für das Video. Ein kleiner Waller.